17. Mai 2019. Todesfalle B195. Die Bundesstraße 195 hat zwischen Boitzenburg-Bahlen und Gülze nun, wie auch andere Straßen, eine Eingrenzung der Fahrbahn durch Leitplanken erhalten, die immer dann zur tödlichen Falle werden können, wenn Fahrzeuge plötzlich auf Kollisionskurs mit dem Gegenverkehr sind, die Fahrbahn nicht verlassen können oder durch eine Berührung der Eingrenzung in den Gegenverkehr geraten. Jeder dumme Esel weiß, dass es besser ist, die Straße zu verlassen oder gegen einen Baum zu fahren, als mit einem entgegenkommenden anderen Fahrzeug zusammenzustoßen. Denn hier summieren sich die Geschwindigkeiten und zwei Fahrzeuge samt Insassen müssen dran glauben. Außerdem trifft es nur ein Fahrzeug, wenn gegen einen Baum gefahren wird und die Geschwindigkeit summiert sich auch nicht. Dieser Unterschied sollte begriffen worden sein, wenn einem sein Leben lieb ist. Dazu eine Situation, die immer dann entstehen kann, wenn sich Lkw entgegenkommen und Pkw hinter ihnen fahren und überholen wollen. Der erste Pkw setzt zum Überholen an und was ihm folgt, ist sein Hintermann. Doch da wird im selben Moment auch der andere Lkw überholt und auch hier folgt dem Pkw sein Hintermann. Das Ganze wird zu einem Problem, weil keiner mehr bremsen kann, um abzufallen und wieder dort einzuscheren, wo er sich vorher befunden hat. Denn diesen Rückzug verhindert der Hintermann. Jeder weiß nun, dass ihm da etwas entgegenkommt, was seine Strecke überholen zu können halbiert und dass er den Überholvorgang nicht mehr beenden kann. Nun wird blitzeschnelle heruntergeschaltet, volles Gas gegeben und gehofft, dass man sich noch retten kann. Doch das Beste wäre gewesen, erneut links zu blinken und linksseitig die Fahrbahn zu verlassen. Doch da steht nun die Leitplanke, die sich zur Leitplanke gewandelt hat. Man hat nun keine sinnvollen Optionen mehr und versucht so, zwischen der Leitplanke und dem entgegenkommenden Lkw hindurchzukommen. Dabei lenkt die abfallende Bahnkante den Pkw in die Leitplanke. Der schlittert an ihr entlang, bricht mit dem Heck nach rechts aus, weil die Leitplanke ihn linksseitig abgebremst hat und rutscht nun rückwärts nach rechts quer über die Fahrbahn in den Gegenverkehr. Oder er hat doppeltes Glück, weil der Gegenverkehr ihn noch nicht erreicht hat und verschwindet durch eine Lücke in der rechtsseitigen Leitplanke auf dem Feldweg. So eine Lücke in der Leitplanke und der dazugehörige Feldweg haben einmal zwei Menschen gerettet. Ein junger Mann überholte ohne Sicht meinen Hängerzug, der sich mit 22 Tonnen Bandeisen beladen in einer langen Rechtskurve bergauf bewegte. Fast die Kuppe erreicht, kam dann plötzlich ein Pkw entgegen und zum Glück in roter Farbe. Ich stieg voll in die Eisen, betätigte die Lichthupe und das Nebelhorn. Der Überholende drückte sich seitwärts gegen den Unterfahrschutz des Lkw, als er die Frau mit ihrem roten Auto sah, und die flutschte gerade noch rechtzeitig durch eine Lücke in der Leitplanke und landete auf einem Feldweg. Ich hatte noch nie so erbärmlich zitternde Menschen gesehen. Alles, was passieren kann, wird passieren. Alles, was durch Eingrenzung der Fahrbahn auf der Fahrbahn passiert oder passieren kann, ist somit gewollt und sollte gerichtlich verfolgt werden können und zu einer Anklage führen, wenn Menschen verletzt oder getötet wurden. Das Mindeste ist dann fahrlässige Körperverletzung oder fahrlässige Tötung, die denen zugeschrieben werden kann, die die störende Leitplanke gesetzt haben. Leitplanken machen nur in Kurven bis zu einem bestimmten Radius einen Sinn, weil nur die durch die Kurve entstehende Zentrifugalkraft das Fahrzeug an der Leitplanke halten kann. Ist keine Zentrifugalkraft vorhanden, dann befindet man sich auf einer geraden Strecke und die Leitplanke ist keine Leitplanke mehr, sondern wird zu einer Prallplanke, die keine leitende Funktion mehr hat, weil die kontinuierliche Kraft fehlt, die das Fahrzeug so gegen die Planke drückt, dass es auch dort bleibt und nicht unkontrolliert auf die Fahrbahn zurückgeworfen wird. Das ist Physik aus dem ersten Schuljahr.
Durch die Steuer bezahlt wird den Menschen etwas vorgegaukelt, was sie beschützen soll. Doch wieder einmal passiert genau das Gegenteil. Und wenn Sie das nicht sehen können, dann sollten Sie Ihren Führerschein wegen Blindheit am Steuer freiwillig abgeben. Denn Sie werden wegen fehlender Einsicht und so nicht möglichem Protest für die anderen Verkehrsteilnehmer zur tödlich enden könnenden Gefahr. Achten Sie einmal auf die Leitplankenhalter. Die werden jeden Motorradfahrer zerreißen, der da zu Sturze kommt. Die Strecke ist der reine Wahnsinn. So wünsche ich jedem einen Abflug mit Flügelchen, wenn er in seine eigene Falle gefahren ist. Machen Sie bitte die Augen auf und machen Sie sich selbst ein Bild, wenn es gekracht hat, und klagen Sie an, wenn Sie zu dem Schluss gekommen sind, dass die Straße durch eine nicht nötige Leitplanke zur Todesfalle geworden ist. Der wichtigste Satz: Leitplanken machen nur in Kurven bis zu einem bestimmten Radius einen Sinn, weil nur die durch die Kurve entstehende Zentrifugalkraft das Fahrzeug an der Leitplanke halten kann. Herbert Stahlkopf. Ende.